Hey, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 und zwar zum Rennen von Ungarn. Pole Position mit einer 1.19.9 R ausgefahren. Widmen wir uns jetzt dem reifenfressenden Kurs von Ungarn. Das wird eine, definitiv eine Fehlschreibstrategie. Das aktuelle Thema, was ich mir rausgepickt habe für das Rennen, das wird sein das neue Formel 1 Team. Von Gene Haas wird ab 2016 in der Formel 1 fahren und zwar mit Ferrari Power. Ja, das ist schon mal die Breaking News für diese Aufnahme. Die Breaking News! Die nächste Breaking News ist, ich gerade von der Pole Position vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso, gefolgt von Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Auf der 6 ist Mark Webber, 7. Massa, 8. Raikkonen, 9. Perez und auch der 2. McLaren Mercedes aller Jensen Button ist unter den besten 10 gelandet. Unser Ziel ist, werde 2. oder besser. Wir haben eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Unsere Rennstrategie wird wie folgt lauten: definitiv nicht so. Das habe ich euch schon gesagt. Wir machen, was habe ich mir jetzt aufgeschrieben? Wo ist denn mein Speaker? Ich habe aufgeschrieben, hart. Oh, die Weichen halten nicht lange. Die Weichen halten aber nicht lange. Wir werden die weichen Reifenmischungen zweimal benutzen. Also wir haben noch ein Fußchen Reifenset. 12 ist auch schon Limit. Ich habe da jetzt 10, machen wir 11. Und dann haben wir noch 52 Runden. 52 durch 3 ergibt. Was ergibt 52 durch 3? 17, oder? Selbst 17 wird knapp. Ja. 52 durch 3, ja. Knapp, eine mal sogar mit 18. Boah. Was habe ich sogar gesagt? 17. 36. Und 53. Das wäre die Strategie momentan. Boah, das wird nicht einfach werden. Das wird nicht einfach werden. Und dann noch auf vollen Speed zu fahren. Da muss ich jetzt mal, da muss ich mal einen Schub trinken. Da muss ich mal drauf trinken. Ah, tut das gut. So, Team Tennis Duell 5:0 weiterhin. 7 Podien haben wir ausgefahren, immer noch. Und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit. Wir gehen in die Startaufstellung. Bereit. Das ist nice. Puh, das wird gar nicht so einfach werden. Wie ich mir das so vorstelle. Das wird schwierig werden. Das wird richtig, richtig schwierig. Hier auch diese Pole Position in einen Sieg umzumünzen. Obwohl die KI könnte Reifenprobleme hier bekommen, wenn sie so durchfahren möchte. Die wird wahrscheinlich 13 Runden auf weich fahren. Das schafft sie nicht. Die Reifen sehen relativ neu aus. Ne, bei Hamilton. Hatte ich jetzt den Anschein. Aber offenbar doch nicht. So, dass der große Preis von Ungarn beginnt. Jetzt. Hamilton kommt erstmal 10-mal besser weg. Wir nehmen uns gleich mal seinen Windschatten. Und Alonso auch. Alonso auch schon hinten dran. Aber Hamilton macht die Tür super weit auf. Die war sperrenweit auf, so kann man es eigentlich betonen. Und jetzt irgendwie mit schwerem Auto wegfahren. Und das wird nicht ganz so einfach werden. Gerade bei der Belastung der Reifen. Wir haben für 3 Runden extra Benzin an Bord. Boah, ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Hamilton im Nacken, Vettel auf der 3. Hamilton weiterhin zweiter. Also Alonso hat verloren. Alonso hat verloren. Boah, nach diesem Start. Rosberg auf der 4. Alonso sogar noch mehr verloren. Alonso sogar noch mehr verloren. Als gedacht. Aber hier zu überholen ist ganz schwierig. Wir haben Gelbphase im zweiten Sektor. Wir fahren 70 lange Rennrunden. Und liegt dabei wirklich auf lange Rennrunden. Ich
0,5, das wird nicht reichen. DRS ist in Runde 3. Das dauert noch. Das dauert noch richtig, richtig lange. Also ich versuche den ersten Stint so lange wie es geht hinauszuzögern. So ab Runde 8 wäre mir lieber. Dann hätte ich nämlich noch ein bisschen Polster. Mit den harten Reifen. Sehr weit raus. Track Limits, ganz klar. Das wird auch ein Thema wahrscheinlich sein für Monza, was natürlich schon stattgefunden hat. Wenn ihr dieses Video seht, das kommt nämlich hier am Montag. Das Thema am Ende dieses Rennens, wie gesagt, wird das neue Team sein, das mit Ferrari Power geht. Ob das die richtige Entscheidung ist oder nicht, das ist schwierig vorherzusagen. Aber wie die Partnerschaft zustande gekommen ist, das ist interessant. Das war schon abzusehen, dass das passiert. Und dann ist es jetzt offiziell bestätigt worden. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen gar nicht, oder hat es gar nicht wahrgenommen, dass diese Nachricht rausgekommen ist. Ein 26-3. So, hier ist ganz am Ende dieser langen Gruppe. Fette mit der schnellsten Rennrunde. 26-2. Die Reifen bauen ja jetzt schon ab. Die bauen ja jetzt schon nach geschlagenen 3 Runden ab. Die Harten waren auch nicht besser dran. Über die Distanz zu kommen, das ist das Ziel. Und nichts anderes. Also der Vorsprung bleibt ungefähr bei einer halben Sekunde, das ist gut. Aber hier ist natürlich auch ein Fahrfehler schnell gemacht. Das möchte ich natürlich gerne vermeiden. Und sein sind genau gleich. Also 16.000 ist das ja gar nichts. Hamilton macht natürlich Druck, definitiv. Und Vettel auch. Aber es bleibt trocken und das könnte man gar nicht meinen, weil die ist sehr, sehr stark bewölkt hier. Wenn man nach hinten zum Beispiel guckt, sieht man es besser. So, mit den neuen Weichen werden wir natürlich gleich pushen müssen. Bis zum Gehen nicht mehr. Mein Renningenieur ist schon mal eingeschlafen. Ich habe jetzt mal Grid Autosport mal gespielt und der Renningenieur, Alter, der gibt mir 10-mal wichtigere Infos als der hier. Also wenn Coldmas es geschafft hat, etwas darüber zu bringen von Good Autosport, dann könnte das doch nochmal interessant werden. Also wird sogar ein bisschen schneller im zweiten Sektor gefahren. Ist auch eine gute Nachricht. Wie gesagt, der Skal war nicht das Beste, aber es ging noch. Es ging einfach noch. Schön wäre, wenn ich irgendwie aus dem DS-Fenster rauskäme, aber ich glaube, das ist in weiter Ferne. Die schnellste Rennrunde, die genehme ich mir kurz mal. Ein 26-0. Ah, Rosberg muss abreißen lassen. Ist wohl ein Kandidat, der jetzt auf Mager fährt. Ich mache mir jetzt eher um die Fraktion Sorgen, die jetzt auf Fett fährt, als die später auf Fett fährt. Und dann gibt es noch eine dritte Fraktion, die so ein bisschen mit Standard noch experimentiert.
Also bei der KI ist das irgendwie komplett nach System aufgebaut. Fett, da verbrauchen sie doppelt so viel Benzin, die sie dabei haben. Mager, das sparen sie das genau wieder. Das Doppelte. Und bei Standard verlieren sie gar nicht. Dann verlieren sie genauso viel, wie sie berechnet haben. Interessant. Und wenn ich auf Standard, glaube ich, durchfahre, dann reicht der Benzin auch gerade so. Ich brauche hier nicht auf Fett schalten. Wir können eigentlich auch Mager nachher noch mal ein bisschen rumschalten. Noch mal ein bisschen Benzin zu sparen, um dann zu pushen. Okay, also Hammond fährt auch nur mit Standarddrehzahl. Dann können wir eigentlich auf Mager stellen. Um ein bisschen Benzin zu sparen. Wir haben einen hohen Heckflügel, dann ist die Auswirkung noch ein bisschen größer. Als bei einem Heckflügel, der ein bisschen flacher gestellt wäre. Weil der Heckflügel sorgt für Höchstgeschwindigkeit. Die anderen müssen wir wirklich ein bisschen abreißen lassen. Trotzdem persönliche Bestzeit im ersten Sektor. So, gleich beginnt Runde 7 und bei 7 haben wir ein Zehntel des Rennens hinter uns. Wir haben die Sekunde rausgefahren. Eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Ich bin hier nicht auf meinem Niveau unterwegs. Nach Ungarn folgt dann meine Lieblingsstrecke Belgien. Da strebe ich natürlich den Sieg an. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Na, ich glaube, eine Runde geht da eigentlich noch mehr. Mal schauen, wo kämen wir denn überhaupt raus? Ja, am besten wäre hinter so Ziel rauszukommen. Das muss ich erstmal so jetzt zu Protokoll geben. Zwischen 13 und 14 käme ich raus. Da kann man kurz Punkte durchzählen. Ich kann es zumindest nicht. Mal gucken, auf was die KI danach wechselt. Es könnte sein, dass sie wirklich dreimal weich natürlich fährt. Also diese Reihe haben jetzt 10 Runden gehalten. Mit Qualifying. Ich glaube, eine fahre ich noch. Das macht er auch, aber er kommt nur ran, aber er kommt nicht vorbei. Ja, ich merke bei mir langsam die Reifen. Ich möchte jetzt einfach gleich mit den neuen Frischen einfach freie Fahrt haben, damit ich das Optimum rausholen kann. Im Liegheit wird man unterbunden schon halb kaputt. Wieso kriege ich denn solche Nachrichten noch? Ja, ich komme mal in die Box. Also wir haben jetzt ein bisschen Benzin gespart. Das ist schon mal das positive Zeichen.
So, Boxenstopp. Ja, müssen wir auch. Ich könnte sogar vorsichtig rauskommen. Nein. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Sorry, so ziemlich, wenn ich jetzt halb die Strategie kaputt haue. Ich habe neue Reifen und die sind nicht auf Temperatur. So, diese Lücke sollte ich jetzt schnell zufahren. Von 4 Sekunden. Und diese Reifen sind komplett niegelnagelneu. Haben deutlich mehr Grip. Ja, eine Sekunde haben wir aufgeholt. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Mein Vordermann hat er gesagt, oder? Nicht mein Hintermann. Harris wird wohl innerhalb der nächsten drei Runden zum Reifenwechsel kommen. Kann er ruhig. Vettel auf der 2, Hamlin hat die Führung gewonnen. Das ist natürlich die gute Frage, wie komme ich jetzt an dieser langsamen Meute da vorbei? Das war kein Abkürzen in dem Sinne, okay. Das reicht nicht. Aber jetzt beim Anbremsen. Da war keine Berührung im Spiel. Jetzt wird Hülkenberg angegriffen. Und Button wird berührt. Und Hülkenberg wird gedreht. Ein Chaos hier, ein Chaos. Du hast dich auf den 8. Platz vorgearbeitet. Hülkenberg gedreht worden von Button. Ja. Ich habe noch eiskalt reingestochen. Das kann man auch noch so bezeichnen mit der Brechgange eigentlich. Aber vorne mit der Brechgange, ich glaube, der hat die Kurve auch nicht mehr so ganz bekommen, der Button. Aber ich mache hier richtig harte Manöver im Force India. Die Frage ist nur, ist das notwendig? Ja, es ist notwendig. Also ich habe da eigentlich, aber ich habe da schon eine Strafe für mich kommen sehen. Und zwar eine schöne Drive-Thru-Penalty. Auf Deutsch Durchfahrstrafe. Aber ich hätte ihn dann auf der Geraden eigentlich bekommen. Aber Button hat ja keinen DS gehabt. Und da ich deutlich besser rausbeschleunigen kann als er mit diesem frischen Reifensatz. Wir haben das glaube ich auch gelungen. 1,24,8. Ich denke mal, das werden wir nicht so häufig erleben in F1 2014, dass die KI einfach solche Reifenprobleme bekommt, wie hier zum Beispiel in Ungarn. Ich denke mal, das wird nicht mehr das Zündlein an der Waage sein. Von daher erwarte ich persönlich, dass die KI stärker wird.
in F1 2014. Also hier kam mir der Reifen wahrscheinlich sehr zugute. Vielleicht kriegt man dabei auch noch die KI dazu, einfach noch mal ein bisschen besser strategisch zu fahren, dass man das abwiegen kann. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Aber die Anforderungen sind auch nicht viel höher. Das ist auch wieder so ein kleiner Knackpunkt an der Geschichte. Aber ich möchte das Spiel nicht jetzt schon schlecht machen. Bevor es draußen ist. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Da riskiere ich diesmal nichts. Da habe ich selber gemerkt, dass ich zu spät gebremst habe. Da habe ich die Lenkung wieder aufgemacht. Das hatte so ein bisschen den Magnussen-Unfall aus dem Qualifying, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ne, da mache ich lieber die Lenkung wieder auf und schieße den Werber da nicht gnadenlos ab. Das hat mich auch nur eine Sekunde gekostet, von daher geht's dann noch. Weil Hamlin fährt die Zeiten da vorne auch nicht mehr, die am Anfang des Rennens gefahren ist. Ich gehe mal davon aus, dass die KI jetzt in die Boxengasse abbiegen wird. Die mich jetzt hier deutlich auffällt, aber jetzt, wenn wir jetzt hier gleich bei der das kurze Geradenstück benutzen, um vorbeizuziehen. Also das hat sich jetzt gut, als gute Überholstelle ja bei mir herausgesprochen, diese Ecke da. Hamilton fährt weiter. Die fahren alle noch weiter, okay? Weber ohne DRS. Das wird ein Sonntagsspaziergang. Der nächste ist Massa. Nein, Alonso. Aber Massa schon überholt, natürlich, stimmt. Da war ja was. Also die KI auf weichen Reifen deutlich in Schwierigkeiten. Der Computer meldet eine Gelbphase in Sektor 2. Überhole nicht und okay. Auf der Strecke. Die Frage ist jetzt, wo ist jetzt gelb? Wir befinden uns gerade im Sektor. Das Auto vor dir ist kleiner als eine Sekunde. Starte in der DRS-Zone ein Überholmanöver. Sehr gut. Versuch dieses Tempo zu halten. Genau das. Da liegen Frontflügelteile. Und Lewis Hamilton muss überrunden. Da hat Alonso die Innenbahn zugemacht. Aber man sollte wissen, wann eigentlich vorbei ist. Und zwar dann, wenn der Gegner komplett bessere Reifen hat. Da wehrt man sich eigentlich nicht mehr groß. Die KI fährt immer noch weiter. Das musste sogar auch richtig gerade hoch. Ja, ich kann doch verzögert bremsen. Das kann die KI jetzt schon nicht mehr. Also ist irgendwas bei den Hinterbänklern passiert mit den Frontflügeln. Und jetzt ist gleich Rosberg fällig. Oder auch nicht, dann können wir ja Benzin sparen. Du kannst das fette Gemisch 3 wählen, wenn du willst. Nutz die Performance dann. Oh, ich muss echt aufpassen hier. Und zwar ich den gleich wirklich noch hinten drauf. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Ich bin auch mal gerade ein bisschen überfordert hier. Mit den ganzen Einstellungen. Rosberg. Da habe ich jetzt Rosberg mal klar gesagt, wer hier der Chef im Ring ist.
Wer ist denn da jetzt abgebogen? Das sind jetzt die Spitzenleute, die abgebogen sind. Ja. Fett ist abgebogen. Hamilton nicht. Und dass da ein Lotus langsam fährt, das könnte Raikönen. Das wird wahrscheinlich Raikönen. Oder ein Kimi sein. Und ich sehe gerade mit den Weichen können wir ein bisschen länger fahren als Runde 9. Oh, 99 ist ja schon. Na, 20 wird so die kritische Zone sein. Der lässt mich hier noch. Na, es ist Grosjean. Beschissen vorbei. Und ich komme näher an Hamilton. Also der hat richtig viel verloren. Da haben wir jetzt eigentlich schon den Boxenstopp aufgeholt. Mein Unterboden wäre schon 10-mal Schrott. Bei 16 Runden wäre das durchaus auch möglich. Ja, guckt euch da mal an, wie der zu kämpfen hat. Auch Weber verliert deutlich Zeit. Also wenn die wirklich 16 Runden auf Weich dreimal fahren, dann Prost Mahlzeit. Weil die sind jetzt quasi mit Qualifying sind die jetzt eigentlich 19 Runden gefahren. Das ist deutlich zu viel. Ich sehe die ganzen Überrundungen schon. Da könnte man ja meinen, den Boxenstopp vorzuziehen, werden wir aber nicht machen. Ja, und der Hamilton auch. Sag mal, auf welchen Reifen der gegangen ist. Vettel an Hamilton vorbei. Rosberg auch. Hamilton hat richtig viel verloren. Aber Alonso ist der Gegner in der WM noch. Danach kommt die Sommerpause. Aber nicht bei mir. Aber nicht bei mir. Bei mir geht es weiter. So viel Spaß mit der Spielordnung macht definitiv. Aber ich möchte es auch mal so langsam über die Bühne bekommen. Aber die Saisoninfos in mir nochmal gezeigt, dass das einfach, das ist einfach mein Spiel. Bianchi, das war ein kleines Missverständnis. Kommt jemand aus der Beine? Die kommen alle aus der Boxengasse raus. Bisschen herum. Naja, machen wir erstmal die Tür zu, der Schilden. Das ist aber nett von dir. Also Fette wird definitiv, da können wir uns festlegen, definitiv an mir vorbeigehen. Bei Rosberg könnte es eng werden. Die Reifen halten nicht länger als bis Runde 19. Oh mein Gott. Kurz gucken, fahre ich auf normal? Ich fahre auf Standard wieder, jawohl. Dann kurzzeitig war ich überfordert mit Nachgucken und dann noch gegen Alonso fighten und oh. Das muss ich halt, das ist halt, wenn man das nicht so oft machen muss. Ich denke mal, in 2014 wird es ein bisschen anders aussehen. Und geht und das sieht scheiße. Das ist scheiße, das ist aber nur scheiße. Na gut. Vettel musste auch noch vorbei. Hamilton vorbei an Rosberg. Vorübergehend oder endgültig? Das ist immer die große Frage. Scheint aber endgültig zu sein. Die jetzt deutlich bessere Reifen haben als ich. Aber auch das muss man erstmal unmünzen in schnelle Runden zeigen. Definitiv. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Auf jeden Fall. Keine Runde länger. Du hast eine ziemliche Lücke auf deinen Verfolger herausgefahren. Nach wenn wir auf Fahrt gehen, die Reifen werden deutlich besser sein. Hamilton fährt mit einer 1,4
24-7. Nur. Ja. Das ist die große Betonung hier. Also, die KI ist hier auch im Rennspeed nicht besonders stark. Das ist auch mal so zu Protokoll abzugeben. Okay, du liegst 12 Sekunden vor deinem Verfolger. Aber Hamilton, da holt auf. Da werde ich dahinter fallen. Und dann heißt es, dann heißt es eigentlich nur noch Kampf, weil wir, dann heißt es wirklich, das ist der direkte Kampf, weil dann werden wir jetzt gleich die gleiche Anzahl Boxenstops noch machen, nämlich zwei. Weil das ist unser zweiter, und die Reifen sind durch, die Reifen sind endgültig durch. Das hat man jetzt beim Rausbeschleunigen gesehen. Nein, in der Boxengasse, ja, ist klar. So. Ach ja, das ist mein Getränk. Mal gucken, wie viel davon am Ende noch übrig bleibt. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Viel wahrscheinlich. So, da kommt Hamilton. Da ist Hamilton, der ist auf weich, okay. 1,24,2. Also, Vettel führt momentan das Rennen an vor Hamilton, dann komme ich Raikön, starker Vierter. Gib mir der Körper einen Schlag. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Das ist Hamilton. Schnapp ihn dir. Ja, die. Da war jetzt eigentlich richtig viel kaputt. Ich bin kein Freund von diesen hohen Bordsteinen. Ach, schon wieder. Das ist aber ein Williams, den ich da überrunden muss. Oh, da könnte ich stark von profitieren. Eiskalt ausgenutzt. Bianchi, das ist aber nett. Kickt am besten den Hamilton noch weg. Das haben wir jetzt leider nicht mehr im Rückspiegel gesehen. Eiskalt rübergezogen und zugemacht, die Tür. Oh mein Gott, schönes Symbolmanöver gegen Hamilton. Da war noch ein bisschen Kerze übrig. Ja, das wird den Hamilton jetzt geformt haben. Die Überrundung kam für ihn richtig ungünstig. So, jetzt Attacke auf Sebastian. Die Frage ist jetzt, welche Reifen sind jetzt besser? Meine harten oder deren weichen? Hamilton ist unter 24,2 gefahren. Ja, ja, da hat der nächste schon Probleme bei vorbeizufahren. Und das ist ein Sebastian Vettel. Da hat sich der Guido mal ganz weit verabschiedet. Oh, ich hab fast den Hamilton getroffen. Aber nur fast den Hamilton getroffen. So, Vettel, Zweikampf. Wir fahren natürlich weiterhin auf Legende, ist natürlich logisch. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt den KI-Schwierigkeitsgrad mit Absicht runtergestellt. Also diese Restgruppe scheint nicht KI-Land zu sein. Dann bremse ich später an und dann mache ich hinten außen die Bahn zu. Und das ist erlaubt. Das ist knallhart erlaubt. Wer außen ist, sollte nachgeben. Und den Fehler haben wir jetzt schon häufiger gesehen. Eigentlich man muss, wenn man zumachen will, sofort auf die Innenbahn wechseln. Weil die Gerade ist zu kurz. Das hat natürlich jetzt Vettel sehr viel Zeit gekostet. Aber auch schon, dass ich später bremsen kann, ist auch schon ein deutlicher Vorteil. Hat aber jetzt nichts mehr mit den Reifen zu tun gehabt, weil die sind auch noch relativ frisch gewesen jetzt von Vettel, da gut 6 Runden, meine sind 3 Runden. Aber seine haben deutlich mehr Grip, das muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Und diese Reifen müssen jetzt bis Runde 36 halten, okay. Das wäre knappe Halbzeit. Kommen wir jetzt eigentlich mal zum eigentlichen Thema, können wir eigentlich schon übergreifen. Das ist ja hier der
Der Einstieg von dem Haas-Team 2016, was ja schon eigentlich 2015 antreten hätte können. Man geht davon aus, dass man mit Ferrari Power definitiv vorne konkurrenzfähig sein kann. Wenn man sich jetzt so ein bisschen Ferrari anschaut, würde ich sagen, so ganz unterschreiben nach aktuellem Stand würde ich das jetzt nicht. Aber wenn Ferrari dann natürlich weiter Druck macht, und das müssen sie, wenn sie nochmal einen WM-Titel haben wollen, dann müssen sie dahin. Also von dem Haas-Team, ja, kann man davon ausgehen, dass sie ja, konkurrenzfähig, was heißt jetzt konkurrenzfähig? Vorne mitfahren, glaube ich jetzt persönlich eigentlich nicht. Es sei denn, er kriegt wirklich ein richtig gutes Team und gute Techniker. Ja, dann könnte es funktionieren. Aber sonst wird es extrem schwierig, sich da zu etablieren. Force India ist jetzt ein Team, was sich auf jeden Fall etabliert hat. Im Mittelfeld und selbst dahin für Marussia schon hinzukommen oder für Caterham, für beide Teams, ist ja schon wahnsinnig schwer. HRT hat ja auch die Säge schon streichen müssen. Und ich glaube, da wird es nicht so sehr an das Geld liegen. Aber ich denke mal, das werden sie da haben in den USA oder das wird er haben. Die Frage ist nur, was stellt man da für ein Auto bereit? Honda springt ja auch noch ein für 2015, also. Und die möchten auch sofort konkurrenzfähig sein. Also es ist abzuwarten, wie sie die Dinge jetzt entwickeln, ob der Mercedes-Motor nächstes immer noch der beste ist. Das muss man abwarten. Weil Honda kann auch einen guten Motor bauen. Das haben sie schon öfters bewiesen. Ach, Hamilton versucht Benzin zu sparen jetzt, okay. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. Man wird auch noch Benzin sparen müssen. Sehe ich gerade, wir sind nämlich bei plus einer Runde. Da hat man mir eigentlich zu wenig Benzin am Anfang mitgegeben. Weil ich habe schon, glaube ich, 3 Runden Benzin gespart und uns 2,5 attackiert. Aber es kann natürlich sein, dass der Verbrauch bei Vettel deutlich höher ist. Vettel muss auch enorm abreißen lassen nach seinen Fahrfehler. Okay, was heißt Fahrfehler? Da haben wir nicht zurückstecken wollen. Dafür die Quittung bekommen. Und zwar in dieser Kurve. Du hast zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden. Ich nehme das Ganze am Donnerstag auf. Das heißt, morgen ist das freie Training. Werde ich wahrscheinlich nicht gucken können, weil ich bin unterwegs. Wahrscheinlich 10 Uhr und 14 Uhr, glaube ich, sein, ja. Aber Qualifying und Rennen kann ich nicht. Deine Rundenzeiten sind 1 Sekunde besser. 1 Sekunde pro Runde. So, 1 Sekunde schneller. Also, Hamilton spart Benzin auf weichen Reifen und nicht auf harten Reifen. Das heißt, er könnte noch mal ein bisschen konkurrenzfähig werden, wenn der auf harten Reifen fährt. Ich bezweifle es allerdings. Hätte da doch schon über 10 Sekunden Rückstand und die können jetzt das Tempo nicht mitgehen. Obwohl sie den schnelleren Reifen haben, aber der ist schon wieder so gut wie tot. Problem hatte die KI in Deutschland nicht und das hat was ist mein Feigenes gewesen. Wir müssen das Tempo hochhalten. Unser Vorsprung beträgt 4 Sekunden. Habe ich erstmal selber hochgeschaltet. Was dauert aber noch? 3 Runden vielleicht?
drei Runden tippe ich jetzt einfach mal noch, dass die dann noch weiterfahren. Dann werden sie nochmal auf weich fahren, dann werden sie auf hart fahren, den letzten Stint. Das heißt, die KI will vorlegen. Das heißt, ich muss jetzt schnell wieder fahren, um gleich definitiv vorne zu bleiben. Ich tippe mal, da sind 5 Sekunden zu wenig. Da wären schon 10 besser geeignet. Die KI wird immer früher reinkommen als ich. Außer auf dem letzten Reihensatz, wenn ich ihn aufziehe, dann bin ich im Vorteil. Bei denen ziehe ich dann später auf. Deutlich später werden die den kaputten Harten haben. Also abwarten. Es kann auch sein, dass Hamilton hart fährt. Jetzt gleich. Man den ungeliebten harten Reifensatz entfernt. Gibt viele Möglichkeiten. Raikön weiterhin auf der 4, ganz starke Leistung. Dein Hintermann hat jetzt etwas abreißen lassen. Du musst nicht mehr ganz so hart pushen. Ich pushe aber gerne. Also ich lasse mich da überraschen mit dem Formula One Haas Team, was 2016 dazu kommt. Es dauert noch, also ich finde es natürlich gewagt von Ferrari. Also wenn man natürlich jetzt sieht, wäre Mercedes die einzige Schlussfolgerung gewesen. Weil die haben deutlich den besten Antriebsstrang. Man nimmt ja nicht nur das, den Antriebsstrang, sondern auch die dazugehörigen Komponenten. Sprich Getriebe und die ganzen Einzelteile. Wo ja schon kein Fan mehr durchblickt. Die sind ja auch noch im Paket mit enthalten. Aber ich bin gespannt. 10. habe ich das jetzt gekostet, okay. Aber Berundungen dauern noch ein bisschen, dass wir ein bisschen freie Fahrt haben. Zwischen dir und deinem Verfolger liegen 6 Sekunden. Du musst weiter pushen. Du, ich push die ganze Zeit und das könnte problematisch werden mit den Reifen. Der vordere linke überlastet oder ist überhitzt, okay. Er bestimmt eigentlich, wenn ich reinkommen muss. Und nicht die anderen Reifen. 6,1. Hamilton fährt weiter. Ich glaube, Vettel spart auch Benzin. Ja, er verliert auch deutlich Zeit. Und auch deutlich Grip an den Reifen. Oh, 8 Runden noch mit dem Reifensatz. Das ist eine lange Tour noch. Die Reifen haben jetzt ungefähr 68%. 69 gleich. Das sind die Erfahrungen aus dem Training. Ich glaube, die Reifen lässt jetzt mal richtig stark nach von Hamilton, weil der hat jetzt, glaube ich, eine Sekunde verloren. Da seid ihr sicher. Hamilton. Ja, fährt weiter. 7 Sekunden. Er hat 2 Zehnte nur im ersten Sekt, okay. Ich habe jetzt extra diese Info rausgenommen, weil die Kette jetzt untergehen können. Weil jetzt ist Donnerstag, jetzt ist Wednesday. Ich glaube, die Info kam gestern raus. Und findet sich jetzt schon auf Seite 3. Von der Quelle, wo ich sie habe.
Also, da guckt ja keiner mehr. Man guckt ja immer nur meistens auf die erste Seite. Das 7,8. Weder fährt Hamilton jetzt noch eine Runde oder er fährt jetzt rein. Hamilton fährt weiter. Okay. 35 ist Halbzeit. Schöner Schlag. Na, der Reifen von links lässt ein bisschen nach, aber es geht doch. Die Rundzeiten gehen jetzt nicht so dermaßen in die Knie, dass ich sage, jetzt könnte es problematisch werden. Vettel auf der 3, holt auf. Vettel holt auf Hamilton, okay. Immer noch bloß eine Runde, okay, jetzt bleibt das stabil. Was haben wir noch in die Box gefahren? Sieht, glaube ich, nicht so aus. Nein. Oh, ich hoffe, dass ich auf die Überrundungen da nicht treffe, bevor ich meinen nächsten Boxenstopp erledigt habe. Die fahren vorher rein. Jetzt haben wir knapp unsere 10 Sekunden, die ich haben wollte. Denke ich, war immer noch in einem Force India. Belgien Qualifying könnte sehr, sehr interessant werden. Weil da ist die KI grundsätzlich immer sehr, sehr stark in Belgien. Ungarn war dieses Jahr ja auch relativ gut. Ricciardo Sieg. Und in Belgien war auch Ricciardo Sieg. Ich bin gespannt auf Monza. Also da. Ich habe da die Williams auf der Rechnung. Aber auch Red Bull würde ich jetzt nicht mehr unterschätzen. Also diese Mercedes-Dominanz, die gibt es nicht mehr so wirklich. Im Renntrip zumindest. Im Qualifying holen die immer noch 1 und 2 raus. Hamilton ist in der Boxengasse. Hamilton, okay, danke. 4 Runden fahren wir auch rein. Das heißt, jetzt sind das 4 Runden für Hamilton, wo er aufholen kann. Leider werden wir jetzt nicht gesagt, welche Reifen er drauf hat. Könnten wir darauf reagieren. Vettel fährt auf jeden Fall weiter. Der ist auf weichen Reifen gegangen in seinen zweiten Stint. Das haben wir mitbekommen, als wir ihn überholen mussten. Das sind 19,6. Das ist schon ein ganzer Boxenstopp. Und Rosberg ist dann Vierter. Jetzt ist natürlich Dritter, weil Hamilton schon drin war. Also Kimi. Vielleicht war Kimi auch schon drin. Das wissen wir jetzt nicht. Lotus habe ich bei solchen Rennen immer ganz oben auf dem Kurs. 20 Sekunden. Fahren durch momentan 1,25er Zeiten. Hamilton auf 4 rausgekommen. Vettel müsste in den nächsten 5 Runden
an die Bucht kommen. 5 Runden! Oder war der doch auch hart unterwegs? Gut, auf welchen Reifen Rosberg jetzt unterwegs ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Jetzt fährt er wohl auf. Hat er wieder aufgedreht oder dreht er gerade auf? Rosberg holt auch auf und Hamilton ist direkt dahinter. Das könnte jetzt für Hamilton natürlich noch mehr Zeitverlust bedeuten. Als Zeitgewinn. 2 Runden muss ich jetzt gleich noch mit dem Reifensatz. Wir sind schon auf optimal. Okay. Ich komme nicht drum herum, Benzin zu sparen während des Rennens. Das heißt, das Setup ist benzinfressend. Kann aber auch am Kurs liegen. Ich glaube, das liegt am Setup. Und das wird brutal. Mit einem Reifen, das glaube ich, sind sogar 18 Runden, die ich fahren muss. Das heißt, eine Runde länger. Okay, ein Sektor hat schon gereicht, um wieder auf plus eine Runde zu kommen. Das war jetzt im Cup geschuldet, der Fehler. Soll aber keine Ausrede sein. Ich reife das nach. 20 Sekunden liegen zwischen dir und deinem Verfolger. Nur ich kann jetzt noch nicht rein. Brauche ich ja nicht. Ne, brauche ich ja nicht. Das wird das halt ein bisschen unruhiger. Ein Vettel kommt näher. Ich bin schon wieder auf optimal gerutscht, das gibt's doch nicht. Na egal. Hamilton verliert echt Zeit. Gut, die letzten Reihensätze müssen eigentlich weniger aushalten, weil natürlich das Auto dementsprechend leichter ist. Also könnte es dann auch genauso problematisch werden, wie mit den Reihensätzen hier mit dem letzten. Auch wenn der eine Runde mehr fahren muss. Das ist wirklich das Limit, das ist das Limit. Also hier wirklich auf 3 Stopp zu spekulieren, keine Chance. Alonso mit der schnellsten Rennrunde, aber der ist ja kilometerweit hinter mir. Ach, Runde 36 erst. Holla die Waldfee, ich habe jetzt gerade 35. Ab 35 ist die Halbzeit, deswegen habe ich das wahrscheinlich gedacht. Das heißt, ich muss noch eine. Sind bei 26er Zeiten angelangt. Also daran merkt man diesen großen Unterschied. Nach unseren Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifen. Man könnte hier auch über eine 5-Stopp-Strategie nachdenken. Also das ist auch möglich. Nur da dürfte man im Qualifying gar nicht mehr fahren. Das ist quasi ein Kompromiss, den man hier eigentlich eingeht. Ich glaube, 5 Stops wäre mit dem Setup sogar noch schneller. Deswegen nehmt euch lieber reifenschonendere Setups. Weil der Ranger wird gleich sagen, die Reifen sind ziemlich abgenutzt. Hol die neue, wenn es sein muss. Davon bin ich nicht mehr weit entfernt. Deine Reifen sind ziemlich abgenutzt. Sag ich doch. Sei in Kurven vorsichtig, du hast kaum Traktion. Ich habe keine Traktion, muss man eigentlich schon fast sagen. Vergiss den Boxenstopp.
Nein, den vergesse ich schon nicht. Das sollte ich mal abgewöhnen. Beim Anbremsen umzustellen. So, Boxenstopp. Nächster Stint auf Fahrt geht los. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die. Wo ist Sebastian? Ach, er ist auch in der Boxengasse abgebogen oder wie? Oder wie oder was? Du bist auf harten Reifen. Noch ein Boxenstopp. Wahrscheinlich, weil ich habe die Führung behalten. Das heißt, Vettel muss auch in der Box abgebogen sein. Ne, es ist ein Toro Rosso hinter mir. Da verliert man hier nur 15 Sekunden. Gutierrez, wie soll das funktionieren? Hätte ich eigentlich abkürzen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Der hat richtig verloren. Der hängt hinter Rosberg fest. Die eigenen Teamkollegen stehen sich hier selber im Weg. Das erinnert wirklich an das Originalrennen, außer dass Ricciardo hier auf der 14 rumguckt. Und mir fast einen Schlag von hinten gibt. Hammond ist nicht mehr neben Herr Rosberg. Was ist denn da passiert? Da muss irgendwas passiert sein. Was macht denn die KI hier für Faxen? Könnte man jetzt fragen. ...8,9 Sekunden hat Vettel Rückstand. Neue Reifen deutlich schneller. Wir müssen ja auf Bestzeit unterwegs sein, jawohl. Das sind wir auch. Auf Sektorbestzeit nämlich. DRS ist jetzt repariert und kann verwendet werden. ...22,9, das sind mal knappe, ja, 4 Sekunden schneller, als ich zum Schluss gefahren bin. Aber dann wird es 3,5 sein, wenn man mal nicht so, ja. Klasse, das war eine neue schnellste Runde. Okay, Vettel in der Box, Rosberg auch. Jetzt die weichere Mischung aufziehen lassen. Sein nächster Stint wird kürzer. Also Vettel war auf harten Reifen unterwegs, okay. Alles andere macht jetzt keinen Sinn. Sieht so aus, wenn mein Vettel mein Gegner wird und nicht Hamilton. Hamilton noch vorbei an Vettel, okay. Hat dieser Ausritt in die Auslaufzone ihm doch mehr gekostet. Hamilton hat 23 Sekunden Rückstand. Das waren mal 10, boah. Ja. Als Erinnerungsgedächtnis oder als Erinnerungsstütze. Das war ungefähr, das sind 10 Runden ungefähr jetzt her. Jetzt haben natürlich ich die deutlich frischeren Reifen. Also, Hammond konnte seine Reifen nicht umsetzen. Natürlich einen enormen Vorteil verschafft hat. Alonso auf der 4, unser Rivale
in Sachen WM. Genau, jetzt habe ich's. Ich hab wahrscheinlich das Stibbeln gesehen. Da musste ich kurz echt nachdenken. Aber 30 Runden stehen ja noch auf dem Programm. Ich bin gleich schon circa eine Stunde unterwegs. Teamkollegen, dann nähern wir uns auch langsam der Überrundung schon entgegen. Und da hinten sehe ich einen Williams. Ich tippe auf Maldonado. Mich interessiert einfach nur, wie die KI, eingestellt ist. Bei Codemasters, auf welchen Schwierigkeitsgrad. Schnellste Rennrunde. Mal leicht nach unten korrigiert. Ja, er verliert deutlich, verliert der Zeit. Vettel wird dann noch auflaufen. Monster ist Roberto Meri gefahren, der ist letztes Jahr, glaube ich, noch in der DTM gefahren und hat jetzt einmal eine Chance bekommen, bei KTM sich zu beweisen. Natürlich, im Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich nicht, was daraus geworden ist. Lotterer ist weg und Eriksson musste weichen und Kobayashi ist zurück. Das war ganz kompliziert, das war komisch. Eriksson hat die Leistung wohl nicht gebracht. Meri Zeit für das Cockpit, obwohl Lotterer hat auch nichts bezahlt. Und Kobayashi wird wahrscheinlich auch nicht was bezahlen für das Cockpit. Also KTM scheint da wohl auf zwei Fahrer zu setzen, die ein bisschen Erfahrung haben. Das könnte jetzt so ein bisschen das Ziel sein bei KTM. Ob das das richtige Ziel ist, ist die Frage. Die Bezahlfahrer, die setzen sich nicht durch. Also der Maldonado ist das beste Beispiel immer noch. Er bringt eigentlich nicht die Leistungen, aber er bringt das Geld mit. Und das reicht. Vettel dreht richtig auf da hinten. Ist natürlich auf weichen Reifen, jetzt natürlich ein bisschen schneller als ich. Aber wir müssen immer noch das Auto im Blick haben, das Auto-Unterschied. Und Ungarn gehört nach meiner Schätzung mit zu einem der Rennen, wo die KI am schwächsten programmiert ist. Ich glaube, Kanada habe ich auch noch dazu gezählt. Kanada, Australien und noch irgendein Rennen. Kanada, Australien, Spanien nicht. Nee, ich glaube, das war das schon. Oder wo habe ich denn noch so eindeutig gewonnen? Nee, ich glaube, das war es. Australien habe ich eindeutig gewonnen, ja. Deutschland definitiv nicht. Das ist die KI sogar gut programmiert, habe ich so einen hohen Reifenverschleiß gehabt. Silverstone, was war mit Silverstone? Ja, Silverstone kann ich jetzt nicht davon behaupten, dass die KI schwach programmiert ist. Ich sag nur Q2, wo die da 1:31er Zeichen gefahren haben und ich gedacht habe, oh mein Gott.
Runde 53 ist mein Stop. Das wird echt wieder knapp werden. Mit dem Reifen. So, Vettel ist natürlich jetzt an Hamilton dran. So, wir nähern uns also langsam in den nächsten Überrundungen. 30 Sekunden Vorsprung haben wir mittlerweile. Ja, Vettel wird deutlich wieder aufgehalten. Vielleicht kommt er jetzt an Schall und Ziel, Ende Schall und Ziel vorbei. Ja, ist er auch vorbeigekommen. Also, er mit einem deutlich der langsamere Fahrer. Hamilton, der verliert ja noch mehr. Nachdem Vettel ihn überhaupt im Einsatz hat, er eine Sekunde jetzt verloren. Kann sein, dass der Fahrt jetzt gerade fährt und auf Mager wieder. Jetzt ist noch ein Optimalbereich aus. Das könnte auch wie am Ende des Rennens nochmal knapp werden. Dein Hintermann ist Vettel. Er liegt 30 Sekunden zurück. Wir fahren noch 25 Runden, das ist noch ein weiter Weg. Ich will den Windschatten noch haben, kriegt mehr nicht. Hat man jetzt wahrscheinlich schön gehört, die Kurve habe ich zwar abgekürzt, bin aber nicht mit Vollgas drüber gebrettet. Das hat mein Grid Autosport auch gut gelöst. Kann Gas geben, aber es kommt nichts. Könnte man sich ja auch überlegen, einzubauen, wenn man abgekürzt hat. Die direkte Strafe kann man es ja bezeichnen. So, 30 Sekunden. Ja, ihr beiden wisst auch nicht, was ihr machen sollt gegen mich, oder? Nee, Bottas, du musst so Ziel vorbeilassen. Ja, du bist nur auf der 19. Dein Hintermann ist Vettel. Er liegt 30 Sekunden zurück. Boah, ich sehe da richtige Probleme noch auf mich zukommen. Mit diesem Reifensatz. Aber wir haben 30 Sekunden Vorsprung, also es sollte sich ausgehen. Kann ich damit auch noch wirklich diesen angebrochenen weichen Reifensatz? Vettels Rundenzeiten sind deutlich schlechter als deine. Du baust deinen Vorsprung um etwa 3 Sekunden pro Runde. Was wundert mich, der ist in einem Sektor 5 Sekunden verloren. Das war jetzt verblüffend, da war wohl Überrundungen am Werk. Da werden Überrundungen eine Rolle gespielt haben, sagen wir es mal so. In der Kurve selber hochgeschaltet. Ich kann mir gar nicht folgen. Kann man denn noch aus dieser neuen Partnerschaft jetzt sagen, die bekannt geworden ist? Kann auch was mit dem neuen Ferrari-Teamchef natürlich zu tun haben, der ja hauptsächlich vor seinem
Amstritt in die Formel 1 für den Verkauf von Ferrari alles in Nordamerika zu tun hatte. Also das könnte natürlich auch einen großen Ausschlag gegeben haben und davon gehe ich auch mal fest aus. Also dann wird das Formel 1 Team Haas Ferrari heißen. Wenn man den Motorenhersteller da hinten dran zieht, aber man macht es ja eigentlich nicht mehr. Früher war es ja gang und gäbe, McLaren, Mercedes, Sahara, Force India, Mercedes, Ferrari, war es ja früher. Früher hieß ja auch Red Bull Racing Renault, glaube ich, oder? Red Bull Renault, irgendwie sowas, da war auch der Motorname dahinter. Deswegen weiß man auch, dass Red Bull Renault-Motoren haben. Oh, Renault-Motoren hat. Oh, 5 Runden noch, ey, alter Schwede. Eigentlich noch 6. Mit dem Reifensatz hier. Der Vorsprung bleibt gegen Vettel gleich und Alonso vorbei an Hamilton. Der Hamilton hat wirklich größere Probleme mit seinem Dienstwagen oder läuft er nur, aber das kann er sich gar nicht leisten. Und Alonso auf der 3 bedeutet, der Vorsprung ist nicht so groß wie vorhin. Also aus 13 werde ich jetzt 10 Punkte den Vorsprung erhöhen. Der trotzdem schon beachtlich ist. Wenn man bedenkt, dass das wirklich nur ein Mittelfeldauto ist. Okay. Vettel kommt dir langsam aber sicher näher. Jawohl. Langsam, wie gesagt, langsam. Aber wenn ihr jetzt in dem Tempo aufholt, ja, reicht das was nicht. Wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich mich wirklich blind aufs Team verlassen bei sowas. Wird wahrscheinlich schon schremmen. Alonso habe ich natürlich überhaupt nicht im Blick gehabt. Der mal wieder hier ein super Rennen fährt im Ferrari. Unauffällig, wie immer. Der aber auch nicht schneller fahren kann, als das Auto hergibt. Runde 50. Oh, wir müssen Benzin sparen. Also sie ist doch bewahrheitet, dass ich Benzin sparen muss. Muss eigentlich der Renningenieur eigentlich auch ein bekannt geben. Momentan sind wir nicht nach Fahrplan mit dem Benzin. Du musst Benzin sparen. Das war auch schon immer ein Thema in der Formel 1, aber das ist jetzt natürlich durch diese Limitierung, wovon man jetzt nichts mehr. Das war nur am Anfang des Jahres. Und jetzt stellt euch mal vor, das muss man sich immer noch bedenken. Stellt euch mal vor, Ricciardo wäre jetzt nicht disqualifiziert. Dann hätte Hamilton schon große Probleme, weil dann wäre Ricciardo richtig in Schlagdistanz auf Hamilton. Wenn die Punkte Ricciardo am Ende fehlen, dann kann Mercedes vom Glück sagen. Ja. Ja komm, ich wollte jetzt schon innen vorbei, aber passt schon. Man könnte echt vom Glück reden. Ja,
Wie gesagt, doppelte Punkte. Da wird so viel drumherum geredet. Da kann so viel passieren. Es ist einfach nur ein stinknormales Rennen. Ricciardo hat jetzt noch nicht die ganzen technischen Defekte gehabt wie Sebastian. Das kann sich auch noch rumdrehen. Das kann sich auch genauso noch bei Rosberg rumdrehen, dass er mehr Ausfälle hat. Sicher ist da gar nichts. Sicher ist es eigentlich nur dann, wenn ich wirklich theoretisch durch bin. Und sonst nicht. Es wird weiterhin wirklich Sekunden schon auf. Das wird aber trotzdem weiterhin kein Problem sein. Ich könnte jetzt prophezeien, wer Monster gewonnen hat. Ich sag Rosberg. Ich prophezeie es jetzt nur. Aber die Williams-Brigade unterschätze ich jetzt nicht. Ihr wisst es natürlich schon, wenn ihr den Part hier seht. Es ist wie gesagt nur eine Vermutung. Aber sicher ist hier gar nichts. Ferrari bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus. Oh, schau, jetzt sind er immer fett schneller als ich, okay. Gut, also, wenn er jetzt gerade aus der Box gekommen ist, dann fährt er Fahrt auch. Der denkt sich, oh, ein Fasenia ist vor mir und ich guck hier hinten rum. Dein Hintermann ist Vettel, er liegt 30 Sekunden zurück. Wir machen jetzt einen Ehrenboxenstopp. Ich, oder? Oder fährt Vettel vor mir rein? Nee, kann ich mir nicht denken. Die Box ist für dich bereit. Komm, diese sind wir weiter bei Zeiten von 1,25 angekommen. Komm, geh bitte in die Eisen. Okay. Ich brauche natürlich noch weiterhin Benzin. Die Reifen sind durch, die Reifen sind durch. Vorne links, der ist richtig durch. Vettel holt eine Sekunde pro Runde auf dich auf. Eine Sekunde. Viele Überrundungen liegen da nicht mehr dazwischen. Aber wenn ich rausfahre, habe ich freie Fahrt und kann den Reifen umsetzen. Sprit sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest. Oder einfach auf Standard fahren, das ist auch eine Möglichkeit. Du musst diese Runde an die, ja, wir gehen ja schon in die Box. Dein Hintermann ist Vettel, er liegt 30 Sekunden zurück. So, Vettel ist 30 Sekunden zurück, das interessiert aber keinen mehr. Wir gehen an die Box und wechseln unseren letzten harten Reifensatz drauf. Oder tun unseren letzten Reifensatz drauf. Los geht's! Verwende an der Boxenausfahrt Kerb, damit du im Renntempo auf die Strecke zurückkommst. Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei, ja, sag ich doch.
Das Fahren sollst du ruhig mir überlassen, Herr Renningenieur. Also, letzter Boxenstopp und ich bin von geblieben. Beste Voraussetzungen für den Rennsieg. Ich meine, das Rennen sagt, das Thema kommt eigentlich ganz zum Schluss. Das kam jetzt mittendrin, das kam glaube ich im zweiten Stint. Falls jetzt welche bis zur Runde 54 vorgespult haben. Das macht ihr ja nicht. Fährt er noch 15 Sekunden Rückstand, also man verliert hier wirklich nur 16 Sekunden in der Box. Das ist fast gar nichts. Also jetzt hart gesagt an, ja, aber ist wirklich so, 16 Sekunden ist nicht viel. Ja, fährt in der Box. Okay, passt. Alonso immer noch Dritter. Okay, passt auch. Wir haben jetzt noch keine schnellste Rennrunde mehr gefahren. Also wird es dabei bleiben, dass Hamilton hier gnadenlos durchgereicht wurde. Und zwar strategiebedingt, auch benzinbedingt. Jetzt wird sich mal entscheiden, welches schneller ist. Jetzt haben wir den direkten Vergleich eigentlich. Die Reifen sind bei mir nur eine Runde älter. Ich fahre 1,21,5. Aber wir nähern uns wirklich der 1:30 schon. Wir fahren jetzt noch 14 Minuten. Wir werden wahrscheinlich so auf 1,45 kommen. Als Videolänge. Also Ungarn schon ein längeres Rennen. Im Fernsehen, da geht es in der Regel immer ein bisschen schneller rum als im Cockpit, weil da werden natürlich zu den. Da wird hin und her geswitcht, dann wird vorgegaukelt, das Rennen geht schneller vorbei. Wenn man bei mir nur eine Perspektive hat und das sich meistens dann noch hinauszögert, weil wir jetzt nicht mehr in einem Zweikampf sind. Mal schauen, was Vettel jetzt für eine Zeit fährt. Jetzt ist der frische Reifen und er muss sie umsetzen. Ich glaube, er ist schneller gefahren als ich. Ich glaube, bis jetzt ist er schneller gefahren. Ich kann uns hier, das wissen wir jetzt gleich jetzt erfahren. Nämlich so in der Linkskurve. Ob eine neue Beste rausgesprungen ist oder nicht. Ja, 1,20,9, 16. schneller gefahren. Aber ich muss das Rennen nur noch sicher nach Hause fahren, in den Hafen bringen. Oder ins Parc Fermé. Zum Wiegen.
wird ja jedes Fahrzeug nach dem Rennen gewogen. Genauso wie die Fahrer. Dann, da gibt es aber mittlerweile keine Probleme mehr. Weil viele sind, oder ein paar sind noch über dem Minimalgewicht darüber. Ich sag nur Sauber und Adrian Sutil. Sein Hintermann ist Vettel. Er liegt 30 Sekunden zurück. Das hat man ja jetzt schon wieder angehoben. Oder mein Witz für 2015 nochmal anheben. Das Mindestgewicht. Aber die Fahrer haben schon gesagt, das wird immer noch nicht genug sein. Sieben gefahren. Ich sehe schon die ganze Truppe gleich da vorne. Jetzt noch die muss ich auch noch überrunden. Oh mein Gott. Da kann man sich auch noch mal eine schöne dicke fette Strafe einhandeln. Das heißt, aber da wir so einen großen Vorsprung haben, heißt es einfach nur Ruhe bewahren und jeweils 2 Sekunden mehr verlieren, als sich eine Strafe einzuhandeln. Okay, 2 kleine Gruppen sind das. Darüber werde ich wahrscheinlich auch noch auflaufen. Dein Hintermann ist Vettel. Er liegt 30 Sekunden zurück. Das, wie gesagt, das reicht definitiv. Du verlierst pro Runde 1 Sekunde im Vergleich zum Hintermann. 1 Sekunde. Hier ist ein blankes Chaos. Oh mein Gott, was macht denn ihr hier? Oh, mein Punktkämpfen würde ich jetzt als Antwort kriegen. Einschränkung Überholverbot, ich weiß nicht warum, da ist nichts passiert. Warten lässt mich auch vorbei. Hat er doch irgendwann ganz klar den Überrundeten da abgeschossen. Da braucht mir keiner was erzählen. Dagegen muss ich auch nicht mehr fahren. Komischerweise ist gerade die FPS auf 30 runtergegangen. Ja, passt. Zehn Runden sind gleich noch zu fahren. Beziehungsweise jetzt sind es noch 11. Die Kurve gedriftet. Das kostet aber auch wieder mehr Reifen als alles andere. Hier ist ja damals auch dieser schlimme Massenunfall passiert. Das ist somit die größte Erinnerung, die man an diesem Grand Prix hat. Oder auch an den Buttonsieg damals erinnert man sich auch noch gut. Nur so wirklich für ein Spektakelrennen zum Schluss hat dieses Rennen in meinen Augen noch nie gehabt. Auch jetzt nicht 2014 mit dem Ricciardo, das war jetzt auch nicht so gerade, wo ich sage, oh, das war jetzt so ein echter Knüller. Ja? Vor allem diese Strecke bietet keine Überholmöglichkeiten, das ist halt das Brot, das ist halt das... Das finde ich halt so schade an Ungarn. Man hat keine wirklichen Überholmöglichkeiten. Die einzige, die man wirklich hat, ist Skal und Ziel. Und das auch nur mit DRS. Von dem ich ja immer noch nichts halte.
Diese Meinung wird sich auch nie ändern. Ich werde die Heckflügel mal ein bisschen kleiner zu machen. Macht doch einfach mal so, dass der Heckflügel ein bisschen kleiner wird. Und der Heckflügel einfach wieder ein bisschen größer wird. Genau das Umgekehrte. Mal gucken, was passiert eigentlich dann? Frontflügel kleiner, Heckflügel breiter. Was passiert denn dann? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Da müsste doch eigentlich der Windschatten wieder mehr in den Vordergrund kommen, oder? Theoretisch. Aber ich bin kein Physiker, ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber ist auch mal eine schöne Frage. Was passiert, wenn man den Frontflügel schmaler macht? Dadurch habe ich weniger Anpressdruck auf der Vorderachse. Und ich mache den Heckflügel breiter wieder. Also wirklich so breit, wie sie früher mal waren. Die waren ja mal richtig monstermäßig breit. Dann würde ich mir gerne interessieren, was dann passiert. Die Autos fangen an zu untersteuern, sagen bestimmt einige jetzt. Eine halbe Sekunde, es reicht aber insgesamt nicht. Wir werden eh beide am Ende Reifenprobleme bekommen. Also dieser Vettel-Austritt hat ihn eigentlich gar nichts gekostet unterm Strich. Wenn man es jetzt mal neutral betrachtet. Vielleicht hat ihnen das sogar ein bisschen geholfen. Dein Hintermann ist Vettel. Er liegt 30 Sekunden zurück. So, wir werden jetzt hier noch 8 Runden fahren. Nach dem Rennen mache ich eine kleine Aufnahmepause. Dann geht es, glaube ich, weiter mit Belgien direkt. Dann suche ich mir ein neues Thema für Belgien. Training, Qualifying raus. Und dann geht's ab in Belgien, meiner Lieblingsstrecke. Da werden wir aber keine 70 Runden fahren, da werden wir nur 44 fahren. Da werden wir, glaube ich, jetzt schon durch. Dann nach Italien das schnellste Rennen der Saison und dann kommt das längste mit Singapur. Da werden wir an die 2-Stunden-Grenze knabbern. Und da werden wir auch 60 Runden fahren mit Rundenzeiten aber von 1,40 oder 1,45 sogar. Das macht Singapur halt so lang. Könnte Singapur verkürzen, definitiv, wenn man so sagt, wir fahren jetzt keine 305 Kilometer. Deswegen macht Singapur es auch so lang. Auch zeittechnisch gesehen, so wenn da ein Safety Car kommt, dann wird es eng. Mit dem Runden. Und Singapur, ich sag nur, das hat diese Nelson Piquet Junior mit der Briatore. Das sagt ja wahrscheinlich alles aus. Aber soweit sind wir noch nicht, wir sind jetzt hier in Ungarn. Korea wird auch noch kommen, das wird das letzte Mal sein, dass ich da fahre. Was hier noch fehlt, ist vielleicht kein Reifenwechsel. Fällt mir jetzt mal gerade so ein während des Rennens. Was bist du mit dem Frontflügel abfahren? Möchte ich dann unbedingt Reifen wechseln? Ne? Wenn ich keine frischeren habe, dann möchte ich natürlich keine Reifen wechseln. Das fehlt dann noch als Option. Wird aber wahrscheinlich nie vor. Wird er wahrscheinlich nie kommen. Können die Mechaniker vielleicht mal schnell den Frontflügel zum Beispiel wechseln? Apropos Frontflügelwechsel, das hat man wieder bei Rosbergs Boxenstopp schon gesehen. Die brauchen schon länger als hier im Spiel. Also die brauchten in der Realität 9 Sekunden, wenn man hier im Spiel nur 5 Sekunden braucht. Also da muss Cottbus das auch mal noch ein bisschen nachbessern. Mit der Boxenstopplänge. Zum Beispiel Fehler sieht man da ja so gut wie auch nie. Was zum einen vorteilhaft ist. Aber auch sowas wie technische Ausfälle, das fehlt hier so ein bisschen. Ich kann nicht so wirklich den Wagen zerstören. Thank you.
So, der Caterham. Platz bitte. Okay, das Auto hinter dir holt vor Runde eine halbe Sekunde. Das reicht nicht, immer noch. Außerdem, wir fahren nur noch 6 Runden. Das Ganze mal 0,5 ergibt 3 Sekunden. Sehr schlau hochgerechnet. Und ich schwitze wieder, das kommt noch hinzu. Was bei euch jetzt am Wochenende noch schön? Das würde mich auch mal gerne interessieren. Was habt ihr nochmal im letzten Sommerwochenende gemacht? Außer vor der Glotze gehangen und meine Let's Plays angeguckt, beziehungsweise auch noch Formel 1 angeguckt. Also das, was ist denn das nochmal passiert mit Reike? Ich wäre hinten fast drauf gefahren. Nur mal so als Randnotiz, dass einfach was passiert. Ich denke mal, da wird wieder so ein Problem sein mit der Überrundung, ja. Zwischen dir und dem Auto hinter dir 28 Sekunden. 5 Runden noch. Sprint sieht gut aus, das sollte reichen. Soll der Marusha bitte Platz machen? Dankeschön. Der ist schon 3-mal oder 4-mal überrundet jetzt. Du hast jetzt gleich anfangen, ein Ferrari zu überrunden. Das ist ja schon wie ein Skandal, würde man das ja bezeichnen in Italien. Weil Italien ist ja Ferrari-Land. Immer noch eine Traditionsstrecke, die jetzt natürlich einen Glanz verloren hat. Ganz klar. Parabolica. Eine Schande ist das. Eine wahre Schande. Was Charlie Whiting dabei wieder umgesetzt hat, ey. Das Sicherheitsrisiko. Ich dass ich nicht lache. So, 4 Runden noch. Das war Perez auf 8. Dann ist Massa auf der 7. Stimmt, hier gibt es ja nur einen Messpunkt für 2 DS-Zonen. Ich muss ja erstmal hinkommen. Was gar nicht so einfach ist. Und davor fällt ein Red Bull, das ist dann Weber. Und Massa, der muss auch nochmal lernen, wie man einen vorbeilässt. Da könnte Perez von profitieren, wenn er mal Reißigkeit reinstechen würde. Was er aber nicht gemacht hat. Also der Reifenboden ist noch nicht stark ab von Vettel. Aber man sieht auch, die KI ist nur eine halbe Sekunde schneller als ich. Und das, obwohl sie auf weich fährt. Also war meine Rennspeed auch sogar noch schneller, weil man müsste eigentlich eine Sekunde schneller sein. Drei Runden sind es noch. Ihr müsst noch echt noch Benzin sparen. Hätte ich jetzt nicht gedacht mit. Aber ich komme jetzt auch nicht mehr an Weber ran. Vielleicht wieder im Mitteteil. Der Teil, wo ich früher immer Probleme hatte, mit der KI mitzuhalten, da gewinne ich jetzt Zeit. Der holt ja wirklich jetzt eine Sekunde pro Runde auf. Gut, 2 Runden müssen wir jetzt gleich noch. Man
Okay, wir haben halt blaue Flaggen bekommen, offenbar. Da muss ich mich gar nicht an der beschissensten Stelle vorbeilassen. Weil da schießt was auch dran vorbei, ja. Da habe ich Ferrari nochmal einen guten Bombendienst erwiesen. Zwei Runden sind es noch, weil der Funkspruch kam, ich soll das heute ins Ziel bringen. Und keine Dummheiten mehr auf gut Deutsch machen. Letzte Runde, ich gehe an mit kaputten Reifen. Greift Ferber noch mal an? Ne, kann er nicht. Was, greift er mich an? Sind der Weber auch, der ist deutlich zurück. Paris könnte ihn auch noch, hätte ihn auch noch mal angreifen können. Auch von jedem sind die Reifen jetzt eigentlich tot. Wie gesagt, letzte Runde. Also es war wieder ein Kampf mit den Reifen. Und kein Kampf gegen die KI. Man muss halt nur irgendwie durchkommen. Jetzt verliert Vettel nämlich wieder, genau. Dann gehen die Weichen so sehr in die Knie, dass sie gar keinen Grip haben. Und die Harten, das geht dann noch. Aber das, was die KI auf weich versuchen möchte zu fahren, fahre ich auf hart. Was die KI auf hart fährt, das schaffe ich nicht mal. Daraus resultiert ein Boxenstopp mehr, der mich aber auch gerade so, muss man auch betonen, gerade so ins Ziel bringt. Und diese Strategie vom Team, dass wir dreimal weich fahren und einmal hart, das könnt ihr sowas von getrost vergessen. Das ist definitiv nicht so möglich, da muss ich ja wirklich immer rutschen und rutschen und rutschen. Ich rutsche jetzt ins Ziel mit dem nächsten Saisonsieg. Oh mein Gott, ist der Sprit sogar noch rausgegangen, ich fasse das nicht. Wer zweiter oder besser wäre, reicht Teamkollege, so Team wurde am Ende 13 dauert auch, also von da, wo er gestartet ist. Mit 30 Sekunden Vorsprung gewinne ich vor Sebastian Vettel und Fernando Alonso. Nico Rosberg am Ende 4. vor Lewis Hamilton, Massa auf der 6. Weber 7. Und ab da haben wir schon eh alle überrundet. 8. Perez, 9. Raikkonen, der den 9. Platz trotz dieses Ausritts dann noch behalten hat. Und auf der 10 ist Jenson Button. Ausgeschieden ist nur Jules Bianchi. Stimmt, habe ich gar nicht gesehen im Rennen. Du bist nach wie vor Erster in der Fahrerwertung. Du leistest tolle Arbeit. Mit 44 Punkten Vorsprung auf Fernando Alonso, sondern schon 69 auf Lewis Hamilton. Der Rest kann sich getrost verabschieden. Konstrukteurswertung sind wir immer noch vor Red Bull. Das ist immer noch das kleine Ausrufezeichen. Mit einem Punkt, aber ob wir das bis zum Ende durchboxen, ist so eine Frage. Sieg! Ich weiß noch, einer hat geschrieben, ich werde Erster. Aber ich glaube nicht mit, aber nicht über 50 oder 75 Punkten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele es waren. Das Glas war noch, also im Glas war noch ein bisschen was drin. Aber nur ein bisschen. Ich hole den 52. Sieg. Damit habe ich Alan Prost geschlagen. Schumacher werde ich hier nicht einholen mit 91. Ich glaube, das werde ich nie in einem Spiel schaffen. Obwohl, wenn ich hier im Lotus angefangen hätte, dann... Ja, vielleicht. Ja, dann darfst du auch 9 Rennen nicht gewinnen. Schwierig auf Legende auf jeden Fall. Wir haben ein Vertragsangebot von... Sauber! Ach so, sofort. Stimmt, das kriegt man ja immer nach Ungarn. Stimmt, da war ja was. Aber ich möchte nicht nach Sauber, da waren wir schon.
Information für Spa. Leicht bewölkt sonnigen Sonic. Das wundert mich für Spa. Also kein Regenrennen. Na gut, erster. Hä? Das Team ist sehr glücklich darüber, dass du den ersten Rennsieg deiner AG reinfahren konntest. Was meine. Ich glaube, ja, tickt wohl nicht da ganz richtig. Ist das Saisonsieg? Hallo? Hallo? Was ist denn das jetzt für ein genialer Bug? Ich habe doch schon einen Saisonsieg gehabt. Hä? Muss ich nicht verstehen. Nein, muss ich nicht verstehen. Wenn das die Saisonchallenge ist, hätte ich das jetzt verstanden, aber hä? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Oder bin ich auf Dorf an der Schwierigkeitsgrad gefahren? Nein. Ha. Bug. Bug. Godmasters. Bug. Bugmasters. Passt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wie heißt, Let's Play Formel 1 2013.